super geil. Yes. Ja, 8. 8? Ja, ja. Bei dir, Ex? Ja, hier bist du runter. 9. Nice. So, jetzt halte ich mich und so, ich werde jetzt die andere Kamera benutzen, andere Handy, weil die eine hat schon den Geist aufgegeben. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja. Also ich beende jetzt bei einer die Übertragung. Aber wie gesagt, sie sehen, die können da weiter verfolgen auf die andere Kamera. Ich habe mich jetzt live eingeschaltet. Habt ihr die EA-Nummer? Gleich. Eben gerade. Er hat mich nochmal daran erinnert, ja. Super. Also es gibt wohl einen ordentlichen Stau. Aber das war Greenpeace, nicht XR. Was schämen solltet ihr euch? Und wer hat das Osthessen News hat geschrieben, Greenpeace seien wir? Genau. Ja. Aha. Schon los, das. Aber Greenpeace hat das ja blockiert. Und ich jetzt, ja. Google das mal. Wer ist denn das? Kenn ich nicht. Die Protestaktion von Greenpeace hat am Freitagmorgen für 1000 Straßen von Protest. Ich kann ab Mittwoch und ich habe Donnerstag. Ich habe eine Frage. Also für die
Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die jetzt auch speziell eingeschaltet haben, das ist eine Aktion in Bad Hersfeld. Das sind vielleicht 1,5 Stunden von Göttingen entfernt, in Hessen. Und das ist hier auf die Zufahrtsstraße zu Amazon. Wird die Straße blockiert von zwei Menschen, von den Aktivisten von der Gruppe Extinction Rebellion. Und wie falscherweise durch andere Medien gesagt wurde, die wären von Greenpeace. Ja, die meinen, also die sind auf ein Gerüst, die Bambus und Rasseile so gebaut ist. Dann wurde auch vorhin so erzählt, dass es von denen, die da oben sind, das heißt, dieses Gerüst findet heute hier Premiere in Deutschland. Es wurde in England entwickelt. Das sind die Bambusteile, werden festgeschnürt, so an drei Seilen festgehalten. Und ja, wenn so ein Drahtseil, so, man kann nicht so sagen, so von der Polizei hätte das leicht zu machen, wie vorhin ein aufgebrachter Autofahrer sagte, ja, einfach so diese Drahtseile so schneiden, dann fängt das Ganze sich zusammen. Dann würden diese beiden Menschen da in Gefahr stehen, ist klar. Da steht unten noch ein großes Schild, das steht Achtung, Lebensgefahr. Nichts durchschneiden, alles trägt. Und ja, das ist ein Protest, um aufmerksam zu machen auf die schlechte Arbeitsbedingungen bei Amazon. Das sind 40 Niederlassungen hier in Europa, die heute streiken, wo gestreikt wird. Und ja, das läuft, diese Aktion seit heute Morgen schon, kurz nach 6 Uhr haben sie angefangen. Es war ein bisschen aufwendig, das zusammen zu bauen, zu basteln und daher da hier aufzustellen. Ja, ich muss auch dazu sagen, vielleicht mit den äußeren Verhältnissen, die Temperatur ist 3 Grad, es sind 3 Grad hier, es ist ganz schön kalt. Und die beiden, die da sitzen, für denen muss es noch kälter sein, dass sie sich nicht bewegen können. Von Seite der Polizei wurde mir gesagt, ja, gleich sollte ein Pressevertreter kommen, die auch Auskunft geben wird, so wie damit weiter vorgegangen wird. Bei den beiden Menschen von da zu holen, dann ja, muss man sich das was einfallen, das wird nicht so einfach sein. Ich habe auch Eindrücke so von verschiedenen Personen hier bekommen heute Morgen. Und wie gesagt, die meisten haben Verständnis gezeigt für diese Aktion. Und da sehen Sie Autos, die von den Angestellten, auch von hier, von Mitarbeitern von hier, von Amazon, die streiken. Ja, und das sind mal mehr und mehr Polizeistreifen, die hier kommen. Momentan zähle ich, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von hier aus kann ich 7 ausmachen. Und da unten wird auch schon gesperrt, so, da unten.
Hast du Eindrücke gewonnen so von den Leuten, die das verfolgen? Also die Meinungen? Ja, die meisten Leute sind ziemlich begeistert. Es gab ein paar scherzhafte Kommentare, dass wir doch bitte aufhören sollen, weil sonst Menschen ihre Pakete nicht bekommen. Ach so. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, Menschen warten auch gern noch einen Tag. Also ich glaube, wenig auf der Welt ist so wichtig, dass Menschen nicht einen Tag drauf warten kann. Aber die meisten Menschen finden unsere Aktion super stark und ich finde es total schön, so den Rücken gestärkt zu bekommen mit so lieben Kommentaren. Also es gab sehr, sehr viel positives Feedback. Und auch von den ArbeiterInnen, also die unten an der Straße standen, habe mich kurz mit denen unterhalten. Die waren schwer beeindruckt. Also einmal natürlich von dem Gerüst, von diesem Konstrukt. Wie heißt das nochmal? Muss ich mir das merken? Beacon. Beacon, also Leuchtfeuer auf Englisch. Wird aber auch einfach Crazy Pot genannt, weil es crazy. Verrückt, genau, weil es so unglaublich verrücktes Konstrukt ist, genau. Ja. Genau, die Leute waren einfach schwer beeindruckt von diesem Konstrukt und aber auch von der Opferbereitschaft. Ne? Also das ist ja wirklich krass. Nicht nur, dass die beiden wahrscheinlich total doll frieren, sondern es ist ja auszugehen, dass die beiden, wenn sie geräumt werden, da hinten sieht ganz so aus, als wäre die technische Einheit endlich da. Genau, das große schwarze Auto. Dass die beiden danach in die Gefangenen-Sammelstelle kommen und da wahrscheinlich, also in Hessen können Menschen bis zu 48 Stunden festgehalten werden. Und das ist auf jeden Fall etwas, das erfordert sehr viel Mut und auch zeigt halt auch einfach, wie hoch der Leidensdruck ist. Ne? Also das ist einfach, wir können uns nicht leisten, hier irgendwie Däumchen zu drehen, während halt ja, die Welt gerade untergeht, im wahrsten Sinne des Wortes beim steigenden Meeresspiegel. Und da finde ich das total wichtig und finde es ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, vielleicht können wir alle in uns so den inneren Aktivisti wecken. So, muss ja nicht gleich ein Beacon sein, was wir besteigen können, aber es kann ja alles sein. Es kann sein, Diskussionen anzustoßen in den Freundesgruppen, es kann sein, Petitionen unterschreiben. Auf jeden Fall auf Demonstrationen gehen, ganz wichtig, aber auch an zivilem Ungehorsam teilzunehmen. Also gerade große Sachen wie, also Fridays for Future hat jetzt auch zivilen Ungehorsam angefangen, Extinction Rebellion und Ende Gelände machen ja auch schon seit Jahren zivilen Ungehorsam und da mitzumachen, ist total niedrigschwellig und ist einfach das, was wir jetzt brauchen, um diese Welt, also um diese Zivilisation zu retten. Also der Planet Erde wird ohne uns definitiv weiter existieren, aber die Menschheit, die ist halt aktuell bedroht. Denn ja, aktuelle Prognosen, 3 Grad Celsius, sieht dann doch ziemlich finster aus für eine Zivilisation. Hast du von Lea Bonacera gehört? Lea Bonacera? Ja, natürlich kenne ich die. Ja. Sie war ja im trockenen Hungerstreik mit, wie heißt denn der? Henne. die beiden, aber es waren ja relativ viele, die gemeinsam gehungert haben. Ja. Ich fragte, weil, also sie hat angekündigt, auch starke Aktionen. Ja, sie hat ja einen Vortrag in Göttingen gehalten, darüber, dass es halt jetzt dringend zivilen Ungehorsam geben muss. Ja, genau, das meine ich. Genau, und sie ist auf jeden Fall auch eine super Inspiration. Also nicht jetzt gerade für diese Aktion, aber generell für Aktionen dieser Art. Es gibt sehr, sehr viele inspirierende Menschen in der Szene. Also sie steht jetzt nicht sehr im Rampenlicht. Es gibt Menschen, die nicht so im Rampenlicht stehen, die auch super inspirierend sind. Nicht zu vergessen die ganzen Support-Menschen, also Menschen hinter der Kamera, Menschen, die Essen liefern, Menschen, die die Aktionen planen. Da steht ja immer irre viel hinter. Also, zu sehen sind ja meistens so nur so ein paar AktivistInnen. Aber du kannst meistens mindestens das Doppelte nochmal rechnen, sozusagen hinter den Bühnen. Das ist schon schwer beeindruckend, wie viele Menschen da so viel ja, Liebe, einfach Lebenszeit und Leidenschaft und auch einfach ja, Gehirnschmalz opfern. Das ist total schön und das braucht es noch so, so viel mehr. Und was ich aus Erfahrung auch sagen kann, es ist bereichernd. Weil für etwas zu kämpfen, was auch irgendwie größer ist als Mensch selbst, ist wirklich bereichernd. Genau, und sie hat auch angekündigt, solche starke Aktionen. Also können wir da auch damit rechnen, dass die nächste Zeit auch solche Aktionen, die so viel Aufmerksamkeit erregen, so erleben werden? Also ich gehe davon aus, ich bin jetzt zum Beispiel selber von keiner konkreten Sache, aber Fakt ist ja, wir müssen mehr Rummel machen, wir müssen mehr Tamtam machen, wir müssen einfach noch lauter sein, noch viel, viel lauter, wir müssen unüberhörbar sein und das geht ja nur mit solchen Aktionen. Und dementsprechend, ja, wird es hoffentlich noch ganz viele solche Aktionen geben und
es ist ja auch so, dass gerade in Lützerath zum Beispiel, am Garzweiler, ist ja ein riesiger Aufmaß von AktivistInnen, die da Häuser besetzen, die für die Braunkohle weichen sollen, die auch da, das ist unser aller Wald, nennt sich der Wald da vor Ort, so nennen ihn die AktivistInnen, die da die Bäume besetzt haben, Baumhäuser gebaut haben. Und genau, das, da geht auch ordentlich was ab. So, okay. Ah, ja. Essen und Trinken ist erlaubt nach Gesetz. Lebenserhaltende Maßnahmen sind erlaubt. Gerne. Gerne. Aber ich kann nicht so greifen. Danke. Und dann wüsste ich jetzt auch nicht, warum der Tee in diesem Moment das Leben retten sollte. Die sind okay. Jetzt 3 Stunden da oben, die werden sich ja sicherlich was so, mitgenommen. Und jetzt haben. Die Herren und Damen, die nicht zur Presse gehören, bitte jetzt runter. Die dürfen kein Essen auch holen. Und den Tee, den ich gerade trinke, auch nicht. Ja. Nein. Meine Soße ist so. Kann er nicht so. Ja, gut. Ich rede gleich nochmal mit dir. Ihr Kollege von der Presse ist noch nicht da, oder? Von uns? Nein. Ist auf dem Weg. Ja. Okay, danke. Müsste ja. Eigentlich jeden Moment kommen, wolltet eigentlich 9:15 Uhr. Also, gut, okay, danke. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo war das? Woher? Keine Ahnung. Ich habe nicht verstanden. Dann standen wir 7 Uhr. Seit 7 Uhr steht der sogenannte Beacon, also der Crazy Pot,
auf der Straße zum Logistikzentrum. Und da sind zwei Menschen oben drin reingeklettert. Und tatsächlich ist das Konstrukt so, dass jeder Teil dieses Konstruktes tragend ist. Das heißt, es ist alles lebenswichtig. Die Polizei ist also, kann das nicht durchtrennen. Das heißt, sie muss jetzt erstmal, hat jetzt gerade die Spezialeinheit geholt. Wir sind mal gespannt, ob sie die beiden jetzt rausholt nach den Stunden. Jetzt gerade habe ich mit einer jungen Polizistin gesprochen und sie gefragt, ob es möglich wäre, den beiden Tee hochzugeben, weil es die Polizei eigentlich verpflichtet ist, Essen und Trinken durchzulassen ab einer gewissen Zeit. Und das hat sie mir aber untersagt. Also sie hat gesagt, dass sie ihrer Meinung nach nicht verdursten wird. Und sie hat sich damit definitiv strafbar gemacht. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, wenn keine Presse vor Ort ist. Genau, ich hoffe, dass es den beiden gut geht, aber sie meinten eben gerade, es geht ihnen noch gut. Seit wann sind die jetzt hier oben drin? 7 Uhr. Und sind zwei Personen drin? Genau, es sind zwei Personen im sogenannten Beacon, also im Leuchtfeuer. Auch Crazy Pot genannt übrigens. Okay. Ein Konstrukt aus Stahlseil und Bambus, gefertigt von einem Ingenieur, was sich ausgedacht hat, das ist ein Ingenieur in Großbritannien. Warum seid ihr jetzt genau hier? Hier ist ja direkt das Logistikzentrum und heute ist Black Friday und wir sind unter dem Motto Block Friday hier, weil die Art und Weise, wie gerade Amazon einfach wirtschaftet, nicht zu den Maßstäben des Planeten zusammenpasst. Also Amazon fährt ja weiterhin die Devise maximales Wachstum, unendliches Wachstum, exponentielles Wachstum, wenn möglich. Und exponentielles Wachstum auf einem endlichen Planeten widerspricht sich unserer Meinung nach. Das ist jetzt keine irgendwie höhere Mathematik. Und dazu ist Amazon noch also ein sehr ausbeuterisches Unternehmen, also nicht nur was die Umwelt angeht, sondern auch was die Arbeitskräfte angeht. Und das ist für uns Anlass genug, um das zu blockieren. Wir brauchen dringend einen starken Wandel in der Art und Weise, wie wir leben. Sonst wird es einfach in ein paar Jahren nicht mehr möglich sein, weil so Sachen wie in Nordrhein-Westfalen diese Überflutung einfach an der Tagesordnung sein werden. Das sagen aktuelle Klimaprognosen voraus. Und das zu verhindern, sehen wir einfach als unsere Pflicht an. Es gibt ja auch einen Widerstandsparagrafen in unserem Grundgesetz. Und von dem machen wir hier tätlich Gebrauch. Ja. Aber. Super. Das abtippen. Gut. Wunderbar. Dann machen wir noch einen Plan, dass die Kollegen von der Höhenrettung da sind. Also. Also der Beacon, der Crazy Pot, wurde in Deutschland noch nie geräumt. Also es ist ein relativ neues Konstrukt und in Großbritannien wurde das schon mehrfach geräumt, in Deutschland aber noch nie. Es gibt zwar mehrere in Lützerath, aber die wurden noch nicht geräumt. Das heißt, es wäre eine Premiere. Wir sind sehr gespannt, wie sie vorhaben, das zu räumen. Also von oben ist nicht möglich, deswegen ist ja das Tarpone gespannt. Alle Teile sind, wie gesagt, tragend. Die Räumungen aus Großbritannien haben wohl so circa 8 Stunden gebraucht. Boah. Ja, das, genau. Ja, die beiden sind auf jeden Fall voll drauf eingestellt. Ja, gut. Wir fragen jetzt gerade nochmal bei der Polizei, was die schätzen, wann wir kommen. Ja, genau, das wäre noch besser. Wir kommen auf jeden Fall nochmal auf euch zu. Klar. Fackel macht Selfies. Das kannst du nachvollziehen. Würde ich auch machen. Könnte ich bitte den Tee hochgeben? Ich würde die beiden mal fragen, ob die beiden eine Idee haben. Beutel und dann sein. Ich würde vielleicht werfen. Werfen würden wir nicht akzeptieren. Da wird ja dann was passiert. Da fängt einer und steckt Beutel. In den Beutel und dann hoch. Sonst also mit dem Seil. Geh nicht von einer schnellen Räumung aus. Nee. Alles an diesem Gerüst ist tragend. Wenn die Polizei auch nur wenn sie irgendwas daran durchschneiden, bringen sie die beiden Lebensgefahr. Das steht ja da. Ja, es ist. Muss ja nicht durchschneiden. Ich hoffe doch. Ja. Also es ist räumbar, aber ja. Wir haben ja zum Glück in Deutschland Sicherheitsstandards, was sowas angeht. Aber nicht in Hessen.
Na, zumindest. Ja, gut, im Dannenröder Forst jetzt nicht unbedingt, aber wir sind ja hier nicht im Dannenröder Forst. Aber in Hessen. Aber das ist, glaube ich, Hessen unabhängig. Ja, das war ja nicht die Polizei Hessen, die mir dieser Sicherheitsstand das ignorierte. Sachen wie. Ja, es war keiner, es waren jetzt, die waren jetzt ziemlich entfernt von dem Seil. Oder war jemand bei uns, hat gesagt, der hat das Bus geschrieben. Also die Leute werden jetzt aufgefordert, so zum letzten Mal diese Versammlung aufzuräumen. Aber die Leute sind nicht bereit, das zu machen. Also es gibt viel, viel, viel Präsenz von der Polizei hier in Hessen. Und wie eine von den Aktivisten hier sagte, als das schon einmal aufgeräumt wurde, dann hatte man 8 Stunden gebraucht. Jedes Teil von diesem Gerüst, für diese Wald, trägt. Hier bei dieser Veranstaltung als Pressevertreter oder? Ich bin für die Presse. Nehmen Sie auch gerne. Oder was? Ja, ich würde gerne so hier als Pressevertreter aufnehmen. Würde ich gerne das hier aufnehmen? Gut, okay. Nee, das möchte ich Es gibt momentan viel, viel Präsenz hier von der Polizei, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil dieses Gerüst, wie gesagt, das kriegt heute Premiere hier in Deutschland, wurde mir vorhin gesagt. Und das ist die Zufahrtsstraße zu Amazon in Bad Hersfeld, die blockiert ist.
Tasche durch. Hörst du mich? Hörst du mich? Also es ist eine sehr angespannte Lage hier im Bad Hersfeld. Entschuldigen, wenn meine Kamera so flattert. Oh. Es ist meine Hand durch die Kälte, sieht da. Viel Präsenz von Polizei, von Kripo. Also die Polizei möchte jetzt gerne meine Personalien feststellen. Das ist meines Wissens nach nicht rechtens. Ich bin, ja,
Ich habe nichts getan, weshalb sie eine Grundlage hätte, meine Personalien anzufordern. Und trotzdem haben sie mir angedroht, mich zu durchsuchen, beziehungsweise mich auf die Wache mitzunehmen. Ich finde das gruselig, wie die Polizei sich hier geltendem Recht widersetzt. Und ich würde gerade gerne einfach gehen. Und finde das ja nicht in Ordnung. Okay, haben Sie sich entschieden jetzt, ob Sie uns Ihre Personalien festgeben wollen oder nicht? Sie haben kein Recht, meine Personalien anzufordern. Kommen Sie mal bitte mit hier rüber. Sie haben kein Recht. Auf welcher rechtlichen Grundlage? Ich habe Ihnen gesagt, zur Identitätsfeststellung, wir dürfen sogar... Sie ist zu mir gekommen. Sie ist zu mir gekommen. Genau, jetzt nicht mehr. Gehen Sie mal jetzt bitte. Gut, okay, jetzt okay. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ja, ja, ist gut. Ich sage es Ihnen nur. Ja, ja, ich reagiere zur Seite. Immer noch keine Personalien bei Ihnen. Sind Sie sogar dazu ermächtigt, Sie mit auf die Dienste zu nehmen, um dort Ihre Personalien zu stellen? Haben Sie das soweit verstanden? Und wir werden das, und wir werden das, und wir werden das, und wir werden das. Also die junge Frau ist zu mir gekommen, so als Pressevertreter, und hat vor der Kamera gesagt, wie ist die Situation so mit ihr, so in Bezug auf die Polizei, was die Polizisten von ihr wollen, ihre Personalien. Sie beruft sich auf Rechte, die sie kennt, wonach sie nicht verpflichtet ist. Also hier hat sie ein bisschen die Situation verlagert und dann beide, die da oben sind. Aber diese junge Mädchen, die da ist und von Kriminalpolizei und Single ist.
Also es ist nicht abzusehen, wann das hier gelöst wird. Ich bin schon heute Morgen so kurz nach 6. Kurz vor 7, aber um 7 habe ich angefangen, so diese Übertragung zu machen. Und ja, das wird noch dauern. Die Ladung eines Akkus von mir ist schon aufgebraucht. Und ja, mal sehen, wie lange diese andere hier hält. Und die Sache ist, es ist sehr schwierig da, weil die Weide da runterzuholen, weil jeder einzelne Teil trägt. Also. Und ich warte auf einen Pressesprecher von Seite der Polizei. Wurde mir gesagt, dass er kurz nach 9 hier eintreffen sollte. Und das ist hier das Ganze in Bad Hersfeld und der Zufahrtsstraße zum Amazon, wo heute zusammen mit 40 anderen Niederlassungen in Europa gestreikt wird für bessere Arbeitsbedingungen.
Also die junge Frau, also für die, die das Bett sich eingeschaltet haben, die junge Frau, die das ist, die wir uns singen da von der Polizistin, weil sie soll, also sie wurde aufgefordert, ihre Personalien zu präsentieren, sie auszuweisen. Und sie hat das nicht gemacht und sollte zum Revier, zur Feststellung der Personalien mitgenommen werden. Aber sie sucht ihr Rat am Telefon. Vorhin war sie vor der Kamera, ist sie so der Kamera zu uns gekommen und hat sie über ihre Rechte so nochmal vor der Kamera gesprochen. Die Polizisten haben sie das respektiert, das haben sie dazu gehört. Und danach, als sie allein weiter mit ihr rein wollten, dann sollte ich zurücktreten, als sie auch gefolgt habe. Zu den beiden, die da oben sitzen, auf diesem Gerüst, die man Crazy nennt, er hat ein Ingenieur in England gebaut, sie konzipiert. Ich finde heute hier in Deutschland eine Premiere. Von denen wissen wir nicht so, wie das weitergeht. Ich sehe nur, hier ist ein dieses Auto da, graue, von der THW gekommen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, so besonders müssen das sein, um die Weide von da oben runterzuholen. Die wurden schon dreimal aufgefordert, die Versammlung aufzulösen. Und was jetzt wird was passieren hier mit den jungen Frau? Aber was ich nicht verstehe, ist was sie ist nicht die wichtige Person hier in dieser Situation. Das sage ich noch hier am Mikrofon. Ich habe schon gemerkt, dass die Polizisten sehr angespannt sind. Und das, glaube ich, zu sagen. Also, wir sehen 3, 6 Personen, so wir und sie herum. Sie wollte, unter der Arm hat sie eine Thermoskanne, sie wollte den beiden Tee geben, aber das wurde ihr verweigert und dann danach ging das los. So, wie ich das von hier hören kann, sie gibt ihre Personalien weiter. Sind auch Kriminalbeamten dabei.
Das ist hierin, also für Jörn Brauns. Du fragst, wo das ist. Das ist in Bad Hersfeld, Hessen, auf der Zufahrtsstraße zu Amazon. Das Gezelt, das habe ich heute Morgen so kurz vor 7 oder so, das angefangen. Bisher wurden die Weide dreimal aufgefordert, die Versandung. Die sagen, das ist keine Versandung, sozusagen die Weide, die Versandung aufzugeben, aufzulösen. Die junge Frau wurde jetzt in Ruhe gelassen. Sage ich so, ja genau. Es war eine sehr angespannte Situation mit ihr, weil sie wurde aufgefordert, sie Personalien so zu vorzuzeigen. Das wollte sie nicht. Da wurde ein Seil runtergelassen von den beiden. Und hier zur Seite stehen einige von den Autos von den Streikenden von Amazon. So, wie gesagt, das ist hier in Bad Hersfeld.
Es ist gute, ja, anderthalb Stunden, so wie es Göttingen ist, so von Göttingen entfernt, in Hessen. Ja, Diana Teichart, das ist die Straße, die Zufahrtsstraße zu Amazon hier in Hessen. Oh, da bekomme ich was Warmes. Oh, toll. Ganz kurz, Leute. Es ist so kalt hier. Vielen Dank. Kaffee oder Cappuccino? Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino ist danke. Vielen Dank. Oh, das ist was Tolles hier. Brauche ich nicht. Keine Zucker. Danke. Oh Mann, du weißt nicht so. Toll, danke. Oh, das ist aber egal, weil die Temperatur, ich glaube, 2 Grad oder so. Ist egal. Jetzt ist egal. Ist egal. Ja? Der geht runter, oder? Er wollte nur so vielleicht die Beine so lang strecken, glaube ich. Auf jeden Fall hat er so viel Bewegung hier. Viel. Was macht er da? Jetzt kommt die letzte Aufforderung. Welche? Sie haben eben gerade die Versammlung aufgelöst. Und jetzt, was heißt das jetzt? In der Praxis, was heißt das? Sie haben es, ja genau, Sie haben es einer nicht angemeldeten Versammlung erklärt und aufgelöst. Und ab jetzt dürfen Sie Zwang anwenden, sprich, Sie werden die Menschen jetzt räumen. Und deine Situation hat sich geklärt? Ja, ich habe meine Personalien angegeben. Ja, okay, danke. Komm hier was zum Essen, zum Trinken, zu kalt.
Was heißt das, wenn die Versammlung jetzt aufgeräumt wurde? Weißt du das? Die Versammlung wurde aufgelöst. Aufgelöst, ja genau. Mhm. Dann die Polizei kann jetzt das selber so was unternehmen. Räumen. Mhm. Räumen, ne? Ja. Gut. Mhm. Also da heißt es, ja, jede Minute kann das hier losgehen, so. Ja, weiter zu Diana Teicher. Die Straße von Amazon ist gesperrt, weil ja, wir wollten Extinction Rebellion aufmerksam machen auf die schlechten Arbeitsbedingungen von Amazon und auch auf die Klimapolitik, die da von Amazon verfolgt wird, wo wenig getan wird für die Umwelt. Das sind die Forderungen von Extinction Rebellion Göttingen.